hier passiert jetzt was. Wir kommen jetzt zu den nächsten Projekten, die wir nicht präsentieren oder sozusagen nicht vorführen, sondern über die Sie was erfahren, weil die sind schon passiert. Und wir hören jetzt, was da genau passiert ist. Ich bitte euch alle mal auf die Bühne, die jetzt dabei sind. Zum einen Applaus für Auszubildende der Knobelsdorf-Schule und für das OSZ-Team. Ihr wisst ja, wo ihr sitzen müsst, glaube ich, ne? Während ihr Platz nehmt, gebe ich mal kurz so ein paar Schlagworte, was es mit euch auf sich hat. Knobelsdorf-Schule, ihr habt ein Projekt gemacht, das heißt Matthausen 2015. Ihr seid Tischler-Azubis, ne? Und ihr habt mit 22 Kollegen 21 Tage lang in der Gedenkstätte Matthausen Restaurationsarbeiten vorgenommen. Da erfahren wir gleich was drüber. Und ihr seid vom OSZ-Team, das muss ich einmal aussprechen, das ist das Oberstufenzentrum Technische Informatik, Industrieelektronik und Energiemanagement. Stimmt? Und ihr habt euch mit einer ganz bestimmten Familie eingehend beschäftigt, mit der Familie Salomon. Und habt da zwei Sachen eigentlich gemacht. Ihr habt einmal eine Reise gemacht und ihr wart bei der Verlegung von Stolpersteinen dabei. Vielleicht erklärt ihr erstmal, was das für eine Reise war, wo ging die hin? Und was habt ihr da gemacht? Genau, also wie schon gesagt, der erste Teil unseres Projektes war diese Polenreise. Da waren wir, ich sag mal, wohnhaft in Lublin. Das ist relativ weit im Osten von Polen. Waren dort untergebracht, haben uns dann da auch die Stadt, die auch sehr historisch geprägt war, auch durch diese Geschichte uns angeguckt, Museen angeguckt, sind dann, haben uns zwei verschiedene Konzentrationslager angeschaut. Einmal in Majdanek. Und in Belzec, das ist noch weiter im Osten gewesen. Da war natürlich sehr interessant, auch wirklich diese persönlichen Eindrücke mitzunehmen. Vor allem in Majdanek hatten wir dann so eine Archivarbeit durchgeführt, wo wir nochmal reingucken konnten, was wirklich dort passiert ist. Das war extrem interessant zu sehen, dass auch wirklich viele bekannte Firmen quasi dort mitgewirkt haben, auch wissentlich mitgewirkt haben. Und es war doch nochmal ein ganz anderer Eindruck, als wenn man dieses Thema quasi in der Schule nochmal behandelt. Ja, auch da ist es wieder so, Wissen erleben, ne? Was ich vorhin gesagt habe, wenn man das hautnah erlebt, dann ist das was ganz anderes. Und ihr habt euch, habe ich das richtig verstanden, vorher gar nicht gekannt? Ihr habt euch durch dieses Projekt kennengelernt, weil ihr seid ja befreundet jetzt. Also wir sind eine Gruppe aus verschiedenen Bildungsgängen gewesen und durch die ganze Reise, was wir alles miterlebt haben, haben wir uns zusammengeschweißt, sind jetzt befreundet, unternehmen auch was in der Freizeit. Also haben wir schon was mitgenommen aus der Reise. Und der zweite Teil war die Stolpersteinverlegung. Vielleicht erklärst du mal, was es damit auf sich hat, was da passiert. Ja, wir haben für die Familie Salomon eben Stolpersteine in Berlin-Spandau verlegen wollen, haben das dann auch gemacht, haben das Ganze in der Lüneer Grundschule in Berlin-Spandau eingeweiht mit einer szenischen Lesung, die wir vorher vorbereitet haben, in der wir eben diese Familie Salomon vorbereitet und nachgespielt haben. Leider wurden diese Stolpersteine entwendet, gestohlen und diese Stelle wurde geschändet. Ich denke auch, dass gerade das ein Zeichen ist dafür, dass diese Spuren der grauenhaften Taten von damals eben bis zum heutigen Tage doch noch hinreichen. Und ich denke auch, dass man genau deswegen eben ein Denkmal setzen sollte, ein Denkmal, so wie wir es halt heute hier auch machen, indem wir eben uns daran erinnern, es nicht vergessen und zur Seite schieben, sondern indem wir uns klar werden, dass es eben ein Teil der Geschichte ist und eben uns klar werden, dass sich dieser Teil der Geschichte auf keinen Fall wieder wiederholen sollte. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Kann man nicht besser auf den Punkt bringen. Und was ihr jetzt gerade ja schon so ein bisschen habt durchklingen lassen, dass ihr dadurch natürlich, ihr seid befreundet, das hat euch verändert. Wie hat euch diese gesamte Aktion denn nachhaltig noch verändert? Erklärt mal. Also es ist natürlich so, dass man in der Schule eben in diesem Rahmenlehrplan behandelt man natürlich den Nationalsozialismus, die Geschichte. Aber es ist eben doch nochmal was ganz anderes, wenn man sowas live hautnah erlebt, wenn man eben diese Konzentrationslager, diese ehemaligen besucht, in Archiven stöbert und eben ganz neue Sachen herausfindet, die einem wirklich auch nahe gehen, weil man eben an dieser Stelle ist, wo halt eben Millionen Menschen teilweise gestorben sind. Und ich denke, da kriegt man eben nochmal einen ganz neuen Eindruck von der ganzen Sache, ganz neue Impressionen, die einem näher gehen. Was würdest du Jugendlichen sagen, die
vielleicht denken, na, diese Zeit ist so lange her, ist ein so trockenes Thema, muss man sich denn wirklich damit beschäftigen? Ihr habt es ja gemacht. Was würdest du denen sagen? Warum lohnt sich das? Warum ist das wichtig? Eben, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, damit sich dieser Teil der Geschichte nicht nochmal wiederholt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen halt den Nachfolgegenerationen klar machen, was da passiert ist, damit sich das nicht wieder wiederholen kann. Und deswegen lohnt es sich, denke ich, auf jeden Fall, weiterhin in den Schulen ohnehin darüber zu lernen, zu berichten, aber eben auch solche Reisen anzubieten. Und ich denke, das ist eben die Aufgabe der jetzigen Generation, der älteren Generation, eben das den Nachfolgegenerationen näher zu bringen. Super, Riesenapplaus für euer Projekt. Coole Sache. Dann kommen wir zu eurer Aktion, Knobelsdorf Schule. Ich habe schon erwähnt, ihr habt Restaurationsarbeiten vorgenommen dort in Mauthausen. Was habt ihr denn da genau restauriert? Es ging dabei um zwei Baracken auf dem Gelände von dem Konzentrationslager, die dort halt immer weiter verfallen, also alle Baracken. Und wir haben uns jetzt halt um zwei davon gekümmert und denen so einen Ölanstrich verliehen sozusagen, der das halt weiter instand hält sozusagen, dass es halt nicht weiter verrotten kann und das weiterhin ein Ort zum Gedenken bleibt. Wie ist das für euch? Ihr seid normal natürlich auch als Handwerker sozusagen mit dem Werkstoff Holz und so habt ihr ja zu tun, aber da fasst ihr Sachen an, die ja eine ganz starke Geschichte in sich tragen. Wie ist das für euch gewesen, das zu machen? Naja, es ist auf jeden Fall ein starker Unterschied, also weil man arbeitet dann im Konzentrationslager und an den Baracken und man hat permanent eigentlich um sich herum sozusagen oder in seinem Kopf eigentlich, denkt man die ganze Zeit, okay, ich restauriere hier eine Baracke, wo unzählige Menschen eingepfercht waren, an einem Ort, wo unzählige Menschen zu Tode gekommen sind. Und das war am Anfang schon sehr schwer, aber deswegen musste man halt irgendwann das sozusagen während der Arbeit auch mal verdrängen können sozusagen, weil sonst wäre man da verrückt geworden, aber bei anderen Begehungen, wo was dann außerhalb der Arbeit war, sozusagen so pädagogische Begehungen, da hat man das dann wieder nochmal ganz anders auf sich wirken lassen sozusagen, aber es war am Anfang schon sehr schwer. Und ihr habt mir gestern erzählt, das Feedback von der Umgebung war sehr positiv dort, ne? Die Menschen waren sehr dankbar für uns, für das, was wir da getan haben. Viele sind zu uns gekommen, Gäste, die in KZ waren, sind einfach zu uns gekommen, haben gefragt, woher kommt ihr, was macht ihr? Und die haben immer gesagt, ja, schön, schön, dass die anderen neuen Generationen auch davon was sehen können, dass wir das so schön restaurieren, dass das halt immer, also viel längere Zeit bleibt. Habt ihr zu Beginn Berührungsängste gehabt oder habt ihr das einfach gemacht? Ja, naja, Berührungsängste, das war schon ein bisschen schwierig sozusagen, aber wir hatten auch eine Pädagogin, die uns da betreut hat, also mit der wir auch diese pädagogischen Begehungen gemacht haben und die uns am Anfang auch sozusagen in die Arbeit eingewiesen hat. Unsere Meister haben uns ja auch sozusagen darauf vorbereitet, dass man da etwas anders mit umgehen muss. Ihr habt viel drüber gesprochen im Vorfeld. Genau, wir haben viel drüber gesprochen, wir hatten ja auch Vorbereitungstreffen hier in Berlin und dann natürlich auch, bevor wir die Arbeit dort aufgenommen haben, dort auch nochmal in Mauthausen. Also wir wurden schon sozusagen etwas vorbereitet, aber natürlich, wenn man das erste Mal da hinkommt und am ersten Tag alleine schon da arbeitet, das ist schon ein sehr mulmiges Gefühl auf jeden Fall. Wird das weitergehen? Das war keine einmalige Aktion, ne? Nee, das war jetzt zum 35. Mal, als wir da waren. Und man sieht auch auf dem Bild, haben wir der Stadt Mauthausen halt zum 35-jährigen Jubiläum so einen Buddybären geschenkt, der jetzt dort steht, weil wir halt seit 35 Jahren dort fährt halt das zweite Lehrjahr jedes Mal hin und arbeitet dort oben in der Gedenkstätte. Und anlässlich zum 35-jährigen Jubiläum haben wir halt. Gab es einen Teddybär dann, einen großen. Genau. Okay, super. Applaus für eure beiden wirklich tollen Projekte. Vielen Dank. Dankeschön.